Hallo liebe Wildkamera-Freunde, heute eine neue Episode Wildkamera und zwar stelle ich euch vor die neue TC27 von Hupik. Muss das natürlich lauten, wenn ich öfters mal Kampak sage, seht es mir nach. Ja, ihr werdet euch wundern, es ist eine Solar-PT-Kamera, wieder mit Funkverbindung, also LTE-Kamera. Ich wollte diese Kameratypen eigentlich nicht mehr testen, warum? Zum einen sind es natürlich die Kosten, denn jede Übertragung kostet Geld, die App, die Cloud, die Funkverbindung. Und zum anderen ist es einfach das bescheidene Netz, was wir hier im Saarland haben. Ich bekomme da, wo ich die Kameras einsetzen will, eigentlich kaum eine richtige Funkverbindung. Ich habe allerdings gute Erfahrungen gemacht mit diesem Ding und den Film zeige ich euch hier oben noch einmal. Das war die TC18, das Vorgängermodell von Kampak. Und da konnte ich der Wildkatze tatsächlich im wahrsten Sinn des Wortes nachschauen. Die Kamera hing also so im Gelände. Und wenn die Wildkatze vorbeigegangen ist, habe ich der dann nachgestellt mit der PMT-Einrichtung. Wenn sie aus diesem Sichtfeld wieder verschwunden war, habe ich das Ding wieder nachjustiert und konnte so die Wildkatze über einige lange Tage beobachten, wie sie vorbeischleicht und nach sukzessive ihren Korridor feststellen. Und sowas Ähnliches möchte ich mit dem Fischotter machen. Wir haben den Fischotter hier an einer Stelle, wo er eigentlich aus verschiedenen Richtungen kommen kann, auch in verschiedene Richtungen abwandert. Und um festzustellen, wo er lebt, wo er herkommt, was er macht, ist so eine PMT-Kamera eigentlich ganz gut. Warum? Sie hängt im Revier. Sie kann von zu Hause, vom Sofa aus ferngesteuert werden mit der App über Funk. Und ich kann sie nachstellen. Ich kann 355 Grad nach links, nach rechts. Ich kann also einmal um die ganze Ecke gucken, sozusagen bis auf 5 Grad. Und ich kann sie 90 Grad neigen. Das heißt, ich kann also genau gucken, was unter mir los ist. Ideal für diesen Standort. Und als ich mir überlegt habe, ob ich das tun soll oder nicht, kam Kampak und hat mir diese Kamera gesponsert. Also Kampak ist Sponsor dieses Videos sozusagen. Und ich gebe euch heute im ersten Step Unboxing mache ich nicht gerne, aber eine Information. Was ist eigentlich bei dieser Kamera dabei? Wie gesagt, das ist eine PMT-Kamera. Und bei der alten Kamera hatte ich so ein paar Mängel, die ich also ganz klar auch bemängelt hatte. Und einer dieser Mängel war die Befestigung der Kamera. Die Kamera ließ sich nur einmal befestigen und dann war sie also entweder für immer fest oder mit einem dicken Schraubenzieher muss man die losmachen. Jetzt gibt es eine Plattform, zu der gibt es auch eine Bohrschablone in der Verpackung. Und diese Plattform wird an die Wand geschraubt und in diese Nasen kann die Kamera eingehängt werden. Zusätzlich hat die Kamera da hinten jetzt einen Durchlass für den Gurt. Und ich habe die jetzt im Gelände draußen mit dem Gurt. Sie ist noch ganz nass. Ich habe sie für den Film hier reingeholt. Und ich stelle euch die Kamera jetzt im Kurzen ganz einfach mal vor. Dieses Display ist ein Display. Und jetzt muss ich wieder gucken. Hat 10.000 400 mAh, also erhöht von 8000 mA auf 10.400 mAh. Das Display speist also die Akkus, die hier in der Kamera sind. Und das Display hat einen Bajonettverschluss. Ich kann die also ganz einfach hier abmachen. Kamera ist hier oben aufgebracht. Das muss natürlich nicht sein. Ich kann die Kamera genauso gut mit diesem Ding jetzt an der Wand irgendwo befestigen. Denn das Ding hat, wie gesagt, einen Bajonettverschluss. Da hinten hat es eine Kugel drin. Ich kann das wunderbar verstellen in jeglicher Richtung, die ich möchte. Und hier habe ich einen normalen Zollanschluss, um ihn auf alles Mögliche festzuschrauben. So, zu diesem Verschluss gibt es auch eine Bohrschablone und eine Halterung, sodass ich das auch an der Wand festmachen kann. So, die Kamera hat zwei verstellbare Antennen, mit denen ich die Signalstärke so ein bisschen auspendeln kann. Was wir hier oben drauf finden, ist, wie gesagt, das Loch, Viertel Zoll, um dieses Display anzuschrauben. Das ist aus Messing, eine Messingbuchse, kann also nichts ins Gerät hineinkommen. Hier oben haben wir einen Code, einen QR-Code und da hinten haben wir einen QR-Code.
und der dient dazu, die Kamera über die Software, und die App ist wie in der Vergangenheit die Yukon-App, über die Yukon-App einzubinden. Was die Kamera nach wie vor hat, ist eine Infrarotbeleuchtung oder eben Weißlicht. Und sie hat hier vorne auch so diese Indikatorleuchten. Da unten, das ist der PIR-Sensor. Und hier haben wir das Objektiv. Das ist übrigens, ich muss sagen, Whoopic. Whoopic ist eine Whoopic-Kamera. Alles falsch, was ich bisher gesagt habe. Ist eine Whoopic-Kamera. Whoopic ist eine Tochtergesellschaft von Compaq. Und Whoopic hat die Aufgabe sich gemacht, uns YouTuber oder Influencer oder was auch immer wir sind, die da im Netz sich austoben, zu informieren, und die haben uns im Auge. So, schon. Wir haben unten den Anschluss für die SIM-Karte, und die SIM-Karte kommt wie in der Vergangenheit vom iOut Club. Und diese Kamera ist also frei. Ich kann also jede andere SIM-Karte mit Datenvolumen hier darüber betreiben. Das ist also schon mal auch noch ein Vorteil. Also Punkt 1, Batterieleistung erhöht. Punkt 2, eine Halterung hin drauf. Punkt 3, die Kamera ist frei. Das sind schon mal ganz viele Vorteile, und man hat mir auch versprochen, und deshalb bin ich nochmal auf diesen Zug hier aufgesprungen, dass die Empfangsleistung besser wäre. Das konnte ich bis zur Stunde noch nicht feststellen. Ich habe so meine liebe Mühe, diese Kamera im Garten richtig zum Laufen zu bringen. Das liegt aber eindeutig am Funknetz, das wir hier haben. Ich bekomme hier zwei Striche, das ist schon mies, und manchmal schwankt das auch noch. Und das schafft die Kamera also nach wie vor nicht. Sie braucht einfach Funkleistung. Und dann funktioniert das Ding auch. Das unten haben wir auch noch einen Reset-Knopf, und das Ganze kann hier zugemacht werden mit einer wassergeschützten Dichtung. So, jetzt muss ich mal überlegen, was ich an der Kamera noch zeigen kann. Hinten ist natürlich ein Lautsprecher. Du hast in der Kamera eine Gegensprechanlage, das heißt, du könntest mit dem sprechen, der hier vor der Kamera ist. Ich habe mir das damals gewünscht, als ich noch ein Häuschen in Spanien hatte und öfters Besucher dort hatte. Die riefen dann an und sagten: Mein Gott, Mama, wo geht denn der Haustürschlüssel rein und wie viele Schlösser sind da dran? Und hier könnte ich dann sagen über die Kamera: Und jetzt schau nach oben, links, da ist ein Loch, da steckst du einen Schlüssel rein. Ginge. Ich kann aber auch mit dem Einbrecher sprechen und sagen: Wenn du dich jetzt nicht verpisst, lasse ich meinen Hund frei. Der weiß ja nicht, wie groß er ist. Und diese Kamera hat auch einen Alarm. Aha. Das heißt, wenn ich davor hier weggehe, kann ich die Kamera so einstellen, dass ein brüllender, hässlicher Alarm ertönt. Und ich habe sie jetzt in Betrieb und werde feststellen, wie gut sie ist. Einige Aufnahmen dieser Kamera zeige ich euch jetzt. Ich hoffe, ich bekomme das Ding so zum Laufen, wie ich das gerne hätte. Wir haben ja hier ein Handbuch in Englisch, Deutsch und Französisch. Und wenn es dann wirklich läuft, kann ich mit dieser Karte, die dabei ist, auch eine zweijährige Garantie bekommen, indem ich mich einfach über eine E-Mail anmelde. Und um auch die Batterie aufzuladen, gibt es hier noch einen USB auf USB-C Anschluss. Die Batterie, die hier drin ist, die muss beim ersten Mal richtig aufgeladen werden. Jetzt kommen wir zum Höhepunkt der Schachtel, die hier mitgeliefert wurde. Da ist eine Pinzette drin. Man hat mich erhöht. Siehst du diese Hände? Die können zärtlich sein, aber mit diesen kleinen Karten da drin, das ist nichts für mich. Und ich glaube, das haben sie mir zum Gefallen getan, eine Pinzette, mit der ich die Karten herausnehmen oder auch wieder hineinstopfen kann. Danke, Whoopic oder Compaq. Ja, liebe Freunde, bald mehr von der Kamera. Und ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal dauert nicht so lange, denn ich habe noch gleich eine im Kanal. Bis dann, tschüss. Nein, halt, es kommen ja noch ein paar Originalaufnahmen. Also das ist jetzt, währenddem ich die Kamera eingestellt habe, Blick in mein Grundstück. Man sieht, die Farben sind eigentlich ganz gut, aber mit 2,5K hat das dennoch nichts zu tun. Das liegt augenscheinlich an der Komprimierung. Was funktioniert, ist eigentlich das Wackeln der Büsche. Hier heizen sich die Büsche in der Sonne auf und wackeln. Das löst natürlich den PIR-Sensor aus. Das ist Weißlichtaufnahme während der Nacht. Und das ist das Umschalten auf Schwarz-Weiß, also Infrarot während der Nacht. Jetzt kommt noch eine Tagesaufnahme von meinem Hund, und man sieht immer, wenn eine Bewegung im Bild ist, dann gibt es dieses Blurring oder dieses Verzerren des Bildes.
Das ist ein Fehler oder ein Nachteil bei dieser Komprimierung dieser Kameras, die über Funk gehen. Da muss natürlich stark komprimiert werden und das Bild, was sich nicht bewegt, ist also dann klar scharf gestellt und das, was sich bewegt, wird ja fortlaufend berechnet und zum Verschicken verkleinert. Ja, das ist also wie gesagt Dämmerungslicht mit Weißlicht und das ist Infrarot in der Nacht. Der Eagle hat die Kamera ausgelöst. Das ist nicht immer gelungen, dass wir die Kamera auslösen konnten, aber der Eagle hat es geschafft. Wenn dir der Film gefallen hat, danke für den Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ich wünsche euch was. Tschüss.